Herr Schulz, wunderschönen guten Abend. Was bedeutet es erstmal, Ihnen heute Abend Ihren Preis zu bekommen beim Ascani Award? Das ist eine ganz, ganz große Ehre. So viele tolle Kollegen, die den Preis schon bekommen haben und ich bin jetzt einer davon. Das ist, ich bin ein bisschen nervös. Das ist der erste Preis, den ich so komplett alleine für mich gewinne und überreicht bekomme und ich bin sehr geehrt. Nun werden Sie als Shootingstar geehrt. Was ist denn das Besondere für Sie an Ihrem Beruf als Schauspieler? Was macht das wirklich aus für Sie? Ich würde sagen, das Besondere ist, dass ich so viele verschiedene Facetten des Lebens kennenlernen darf. Also so viele verschiedene Disziplinen lerne und so vielseitig mich aufstellen darf. Und das ist ein ganz großes Geschenk, ob es jetzt Singen ist, Reiten ist, körperliche Sachen oder mich mit bestimmten Themen beschäftigen. Das ist was sehr Besonderes. Einmal müssen wir schnell abschweifen, das wäre schlimm, wenn wir das am 13. nicht tun. Morgen ist der 14. Valentinstag. Wie kann denn eine Dame ihr Herz erobern, wenn es nicht schon eine geschafft hat zum Valentinstag? Wie eine Dame ein Herz erobern kann? Ich würde sagen, mit Direktheit, Offenheit, Humor. Es ist so blöd, weil das alle immer sagen, aber doch, es ist Humor. Und es ist Ehrlichkeit. Laufen Sie denn, der Sie so viele mit Sicherheit, behaupte ich mal, weibliche Fans haben, noch als Single in der Gegend herum? Ich bin total offen auf alles, was da kommt. Und wenn ich jemanden kennenlernen sollte, dann stelle ich Ihnen vor. Oder das die vor. Wäre schon mal eine Auskunft. Beim Ascani Award geht es um Uhren, um Zeit. Gibt es schon eine schönste Zeit in Ihrem noch so jungen Leben, wo Sie sagen, das war der Wahnsinn? Ich würde sagen, unsere Zeit ist jetzt. Also es ist das, was ich jetzt gerade erlebe. Ansonsten würde ich was ändern. Gibt es schon oder gab es schon mal böse, harte Zeiten? Wenn ja, und wie haben Sie die überstanden, wo Sie sagen, das war jetzt heftig? Na klar, gab es immer schlechte und schwere Zeiten. Und schlechte Neuigkeiten, schlechte Erfahrungen, die man macht. Aber ich könnte mich da jetzt nicht auf eine spezielle beschränken. Also ich hatte sehr viele schwierige Zeiten, aber auch sehr, sehr viele schöne. Zeit für Träume, das ist ja immer gut. Sind wir wieder beim Stichwort Zeit. Gibt es so Träume, wo Sie sagen, das werde ich mir in meinem Leben definitiv noch erfüllen? Ein Motorradführerschein. Ich habe so ein Motorrad, also einen Führerschein für ein A1, also für so ein 125 Kubik Motorrad. Und ich möchte unbedingt ein großes Motorrad durch die Sahara fahren.